Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Alpha 18.2 am Tag 360. Bei mir ist aktuell Sonntag, also ich nehme sie heute ziemlich frisch auf die Folge, 9.38 Uhr und ja, hier sind wir gestern verstorben. Ich habe es ein bisschen sehr gut gemeint mit den Zombies, und jetzt habe ich wieder den roten Balken, den muss ich erstmal mitbekommen, war natürlich an meinem Bett gespawnt und habe natürlich schlauerweise keine Munition mitgenommen. Macht aber nichts, wir müssen auch irgendwann mal selber Munition bauen. Wir haben aber immer noch die wunderbare, dicke, fette Axt. Und ich habe immer noch Sprengstoff, den ich gerne austesten möchte. So, wir gucken trotzdem noch mal im Shotgun Messier rein, auch wenn da gestern der grüne Zombie drin war und mir den Gar ausgemacht hat. Und er ist immer noch da, das gibt's doch gar nicht. Wie geht das? Oh. Hoffentlich reicht das. Oh, den kriege ich nicht platt, ey. Der ist so stark und ich will nicht nochmal sterben. Ich will nicht nochmal sterben. Wir müssen den Shotgun jetzt hier rein. Wir ziehen den erstmal weg. Oh, der rennt. Ah, warum ist denn der immer noch da drin? Ich dachte, da kommt ein ganz anderer jetzt. Noch ein grüner. Baba. Ohne Munition bist du echt am Arsch, ne? Hab ich nicht noch eine Pistole gehabt? Ah. Der Dicke, der hat mich schon wieder vergessen. Die Grünen vergessen die scheinbar nicht. Und der eine Grüne ist woanders hingelaufen, warum auch immer. Ich glaube, das ist noch ein Grüner. Hab ich da hinten stehen sehen. Ja, hier ist so viel Grün. Meine Lektion habe ich ja gelernt. Scheiß grüne Zombies. So, Plan. Ich habe jetzt einen Plan geschmiedet. Drei grüne fucking Zombies. Falscher Knopf, falscher Knopf. Alter, ist ja schnell. La 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 la. Ich hab einen Plan. Der ist einfach. Aber das Doofe ist, ich muss im Menü. Sind die gar nicht fürs Auto? Wow, geil. Das war richtig Laune. Bam, Alter. Guck, da kommt er wieder runtergefallen. Gibt's leider keine Erfahrungspunkte für. Sind die jetzt angehittet? Haut da in der Luft rum. Das war doch mal erfolgreich, ne? Guck, da sind wir sie los. Tschüss. Wir sind sie. Die kommt zurück. Abenteuer kurios. Boah, ich bin schon seit voll lange wach heute Morgen. Turbo, Gang. Ich auch noch kommen. Nur weil du nicht grün bist. Boah, wo ist der hin? Ich wusste gar nicht, dass sie eine richtige Physik haben, ey. Hatte ich nicht noch eine Pistole? Scheiße, ich werf die immer weg, die Pistolen. Das ist das mein Problem, ne? Ja. Alter. Was haben wir jetzt? Boah, halt der was aus. Das ist ein Zombie, ey. Da ist er down, Morg. Gott sei Dank. Und der andere? Der ist jetzt irgendwo im All. Der hat meine komplette Pistolenmunition gekostet.
Okay. Vielleicht haben wir hier Munition drin. Oder noch mehr grüne Zombies, dann hau ich aber ab. Erstmal hier die Kassen plündern. Ich weiß nicht, sind die gut, die Sachen? Ich renne mal nicht und nicht durch den Müll. Komm, ernsthaft hier, ich werf die Sachen mal raus. Das ist doch ein Lager, aber das wird noch voller Zombies sein. Naja, vielleicht können wir die Dame platt kriegen. Stufe 1. Ach, grüner. Nein, das ist mir zu. Das ist mir zu gefährlich. Na nu? Es tut mir leid, Zombie. Warum sind hier so viele grüne Zombies? Das macht mir irgendwie Angst. Frostbow Parts. Der macht mir doch keine Angst. Wollt ihr das looten? Der macht total heier. Schwere Entscheidungen müssen getroffen werden. Schwere. Ja. So schwer war sie nicht. Das bringt mir jetzt auch nichts. Gut. Schön. Aber das wird fertig gelootet. Das war jetzt der Plan. Könnte grün. Meint ihr, wird das schaffen? Jetzt, die Munition ist jetzt ja nicht das Allerwichtigste vom Wichtigen. Ich muss ja aus dem Minusbereich wieder, damit ich wieder HPs bekomme. Jawoll. 1599 hat er gegeben, oder was? Ja, voll gelohnt. Da hat sich nicht gelohnt. Okay, wir müssen nach Hause. Ich muss Maismehl anbauen. Das wurde sich gestern noch gewünscht. Der Server ist momentan leer. Ich bin auch sehr früh online heute. Schwere Wahl. Geld lässt sich zum Messing bauen. Finde ich ziemlich lustig. So, hätte ich das nicht wegwerfen brauchen. Nein, da will ich nicht nach Hause. Zack! So, war ja auch spannend zum Start, ne? Survival. Obwohl, ich will noch einen Bücherladen finden. Ich brauche noch ein Rezept. Aber das könnten wir auch zu Hause finden. Pops und Pilz. Umher schaue noch. Die Steuerung habe ich langsam raus hier mit unserem guten alten Gyrocopter. Also ein Buchladen würde mich nur reizen, ehrlich gesagt. Aber wenn da alles von der Zombies ist, ist es auch scheiße. Ah, eine Akademie. Wie das? Oh. Ich sehe nichts.
Also da gibt's was zu lernen, würde ich sagen, ne? Problem, wenig Moon. Aber da werden jetzt keine grünen Zombies drin sein, oder? Was haben die Schüler hier gelassen? Hüte. Dürfte ja Eisen geben. Oder diese Parts, ne? Keine Ahnung. Wie hält das aus? Wie hast du mich überhaupt gehört? Was ist das Grüne da denn schon wieder? Ich wollte doch nur lernen. Warum seid ihr dagegen, dass ich lerne? Wie ist das aus dem Minus rauskommen? Da war irgendwas Grünes gerade, aber das war, glaube ich, die Kotze von dem werten Herr Zombie. Ach, leer. Nicht zu. Was? Leer. Das war wieder Erfolgsrun hoch 10. Wow. Die hat Speed drauf, die Tante. Hä? Scheiße, nur eine Aufgabe. Was ist denn für eine? Egal. Hörst du auf? Wie das mich an? Ah, super. Fängt das mal zu kotzen. Wo war das denn jetzt? Was ist hier drin? Nee, das war da hinten drin. Aber ich bin ein bisschen K.O. heute. Ich weiß gar nicht warum. Auch nix. Na, die tauschen wir mal aus. Man weiß ja nie, wo wir hier hängen bleiben. Warum hat die Schule so einen verdammten Speer? Welcher Schüler nimmt sowas mit in die Schule? So, wo habt ihr jetzt eure Bücher? Ihr müsst doch irgendwas gelernt haben hier in der Schule. Alle leer. Was ist das denn? Stoffhandschuhe. Der war voll komisch aus, ne? Überall. Schnell bereit gewesen. Auch wieder ein leeres Bücherregal, das ist ja interessant. Eine Schule ohne Bücher. Das Klo reizt nicht. Oh Gott. Burner. Immerhin nicht grün. Der war auch easy. Dicke Tante. Aber nicht ein Buch. In der ganzen Schule nicht. So. Hier nur diese kackleeren Bücherregale. Also das war jetzt eine richtige Gammelschule hier, ehrlich. Wut. Da war grün gefärbt. Ist das noch ein Geheimversteck? Ich glaube eher nicht. Nein. Gut. Schlechteste Schule, die ich je gesehen habe. Der Bildungsstand muss sehr gering gewesen sein in dieser Schule. Wiedersehen, Welt. Was haben wir denn hier noch?
Heilung, Bier? Okay. Ja, Bücherregal laden. Das ist immer noch mein Ziel. Ich will ja das Motorrad lernen. Oder wir verkaufen ein bisschen Kritzelkrassel, den wir hier haben, bei einem Händler. Starte. Starte doch. Bei uns an der Base ist ja ein Händler gewesen. Und die sind ja überall, die Händler, ne? Pops und Pilz. Oh. Über den Boden der Tatsachen. Ich find's Fliegen einfach super. Rifle Martin. Ja. Boah, ist das gut gesichert. Naja, fliegen wir grob nach Hause. Wir müssen irgendwo einen Händler finden. Du musst ja nicht mal alles suchen. Du kannst es ja kaufen. Aber die Preise, die haben sich gewaschen. Das sah ich schon mal voraus. War ich hier schon mal? Ja. Das ist kein Händler, ne? Nein. Ich werde hier nie wieder laufen. Ich werde nur noch fliegen, weil es einfach geil ist. Stadion? Das ist aber nicht unsere Stadt, oder? Oder doch? Bam. Bam. Was denn? Was hat sich aber ein Spieler gebaut? Geil aus. So aus der Luft. Da ist der Händler direkt vor der Nase. Auf, hat er. Wir haben 11.06 Uhr. Wir haben heute eine richtig gute Uhrzeit erwischt. Die Uhrzeit läuft ja nur, wenn der Server von jemandem bespielt wird. Also wenn jetzt ich gleich online, offline gehe, bleibt die Zeit einfach stehen. Noch eine Bunkeranlage, auch von den Spieler. Soll man ja irgendwelche Minen angucken, aber da müsst ihr mich natürlich hinführen. Für die hier drauf spielen. Das ist unsere Stadt. You are called. Nee, so schlimm ist das nicht. Boah, ist hier diesig. Eine ganz harte Landung. Oh, ist ja lahm. Oh, die war gut, ey. Das war eine schöne Landung. Sau wärst. So, mal gucken, was wir hier veräußern können, was ich jetzt momentan nicht mehr brauche. Are you okay there? Zack. Entschuldigung. Nimmt der Steroide? Brauche ich ja nicht, ne? So, wichtig ist das hier. Alle auf einmal soll man verkaufen, glaube ich, so war das. Das wollte ich loswerden. Geld kann man super verkaufen. Auch wenn man das Geld tatsächlich zu Brass, also zu das hier schmelzen kann, was ich noch nicht verstehe, aber so ist es. Oh, ganz schön teuer. Was habe ich denn jetzt an Kohle? Keine Ahnung, wo steht es da? 6.000. So ein Buch nimmt er auch. Diese Beinschienen sind sehr gut. Stufe 6 waren sie auch. Ich verkaufe hier Haus und Hof. 400 noch was. Auch sehr wertvoll. Ja, Respekt. Oh. Kannst du mal nur ein paar Einheiten verkaufen, sonst nimmt er sie dann irgendwann nicht mehr. Hier kannst du behalten den Rest. Eine AK.
Oh, die hätte hier laden sollen. So ein schönes Tourette. Davon haben wir aber tonnenweise. Ross nimmt da auch, will ich aber nicht verkaufen. Bruce, dann schmeißen wir mal raus. Kann ich die auch verkaufen? Sehr witzig. Geschmiedetes Eisen behalte ich mal. Superkorn? Nee, lohnt sich nicht. Rust lohnt sich natürlich auch nicht. Der Hammer, was habe ich hier? Das Gewehr will ich natürlich auch behalten. Das ist auch schön was wert, ne? So ein Auto. Nimmt er nicht? Nimmt er auch nicht, würde ich jetzt auch nicht verkaufen. Nee, ich glaube, die. Für den Fall der Fälle behalte ich die. Den kannst du haben. Taschenlampe kannst du haben. Momentan brauche ich sie nicht und hole sie mir neu, wenn ich sie brauche. Auto. Das will ich benutzen. Also es ist schon, ja, einiges zusammengekommen an Kohle. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir gleich lernen dürfen oder kaufen dürfen. Kaufen wir das scheiß Wildbret, braucht keine Sau. Eine Suppe kannst du haben. Ich habe meinen Superkorn. Ah ja, der Speer hier. Zack, weg ist er. Zwei leere Gläser, bitteschön. Da kaufe ich hier alles, ne? Boah. Du kannst. Ja gut, das lohnt sich nicht, ne? Ich wusste nicht, dass man Holz verkaufen kann. Messerschrauben. So gut, dann können wir jetzt mal gucken, was wir hier kriegen. Alles lame. Das sind die Sachen, die ich ihm verkauft habe, ne? Sein Gyrocopter-Chassis, Taschenmotorrad, Motion Sensor. Habe ich ihn ja verkauft gerade. Schade. Lohnt die sich? Aber ich denke, mal Damage against Wood. Achso, ne, Wood interessiert nicht. Boah. It's reset your skill points. Ach so, guck mal, 40.000. Kohle haben wir genug hier. Tragekapazität erhöhen. Geht das doch beim Heli? Storage Pocket Mod? Ich hoffe mal auf Spaß. Ist ja eh nichts hier. So. Good luck with that. Hast du denn eine Aufgabe für mich? Du hast in den Jobs, die nicht so weit, egal wie weit die weg sind, ne? Clear Zombies. Zombies töten. Take a number. Einfach mal Fantastic. so aus Spaß. Ey, ich hab was vergessen. Hatte der Munition? Mal gucken. Hatte der irgendwas an Munition? Nee, ne? Scheiße. Hülsen. Du kannst Hülsen kaufen, I'm gonna have to ask you to leave. Dann mache ich das mit. Das ist ja, glaube ich, eine Tier 1-Aufgabe. Da krieg ich locker mit der Axt hin. Ja. Locker. Locker flockig. Tut das hier auf, damit er Besuch kriegen kann. So weit muss ich nicht fliegen. Das Schöne ist, die Häuser resetten werden ja dann immer. Dann sind die auch wieder lootbar neu. Was soll ich jetzt meine Base da? Das Haus? Ja, da. Das Haus. So, Tasche ist leer, Quest wird angenommen. Haus ist niegelnagelneu. Jetzt wieder. Das ist immer das Angenehme. Deswegen macht das auch Spaß, die Aufgaben anzunehmen. So komplett ohne Waffe ist natürlich krass. Aber Tier 1. Ohne Witz, die ist einfach. Wumsen. So, wir sind aber wieder im blauen Bereich. Das ist super. Leider nur 2 Minuten, glaube ich, ne?
Range Damage macht mehr. Okay, Range, das bringt mir jetzt nichts. Boah, der Boost ist immer so heftig. Klebebänder soll ich mitbringen, hat die Community gesagt. Ja, was hast du hier finden? Ach, in ein Haus drin, das ist auch mal so krass. Dann haben wir erstmal alle wach gemacht. Ich dachte, man muss hier irgendwie... Oh, oh. Gehabt. Talk to the Trader, das war schon alles. Glück gehabt. Talk to the Trader. Puh. Das war einfach. Hat gerade einer Hallo geschrieben? Ne, hat das Spiel wieder verlassen. Ich wollte nur gucken, ob einer da ist, bestimmt. Oh. Ein toller Start. Du sollst hoch. Aber nicht zu hoch. Ah, das ist ein Scheißwetter wieder, ey. Und zack. Ja, wir haben sehr wenig Missionen gemacht, ne? Das ist ein bisschen schade. Das könnten wir echt viel mehr machen. Die Belohnungen sind dementsprechend auch Rotze. A nickel ain't worth a dime anymore. You pulled it off. Hier Zombies in 1,8 Kilometer. Buried Supplies, da musst du was bergen aus dem Haus. Das kann well. I'm waiting. Das kannst du haben. Ich weiß nicht, wofür die Sachen gut sind, ehrlich gesagt. Was? Okay, machen wir da zwei Aufgaben, dann holen wir Mehl. Das braucht, glaube ich, auch kein Mensch, ne? Und die darfst du auch kaufen. Mein Gott, kannst du dir was veräußern bei dem, ne? Irre. Was, ne, will ich hier verkaufen? Time to move. Ah, schau mich doch nicht so an. Machen wir mal zwei Aufgaben. Und dann Maismehl. Was, jetzt sehe ich eine Schatzkarte da oder was? Ach ja, klar. Aber wie schnell du da bist, ey, irre. Ist das nicht die Aufgabe, wo ich den Schatz so ausbuddeln muss? Das sind doch voll kacke, die Aufgaben, oder? Wenn man den Skill nicht hat, dann musst du richtig schwer suchen. Ich hab gedacht, das wäre die, wo wir was bergen müssen aus dem Haus. Findest du doch nie hier. Schatz suchen macht schon Laune in dem Spiel, aber das ist echt schwer. Boah, das müssen wir auch mal machen, ey. Combat? Müssen wir gerade gucken, wo das Ausbuddeldinger da ist. Better Rewards. Das ist natürlich auch cool.
Lalalalalala. Was ist das denn da hinten? Ein Puma? Der ist nicht so stark, oder? Wo ist er nun? Knochen und so soll ich sammeln. Klebstoff, das ist sowas, das ist selten bei uns. Oh, der hat's aber nicht so leicht mit seinem Weg, wa? Boah. Und das Schnell ist stark. Stärker als ich erwartet hab. Lala. Mag die Aufgabe nicht. Blutende Hubschrauber fliegen ist auch eine super Idee, ne? Kann ich natürlich nicht fliegenderweise. Okay, die Aufgabe, die löschen wir einfach aus unseren Gedanken. Sieht interessant aus hier. Da fehlt mir der Skill ja komplett, ne? Den Schatz zu suchen. Können wir später mal versuchen. Kolosseum. Ich drück mal ein bisschen auf die Tube. Guck mal, das so vor meinem Gewächshaus. Perfekt. Eine zarte Landung. Oh nein! Es wird nicht zart. Halbwegs gut geworden. Okay, erstmal gehen wir hier abfarmen. Ich würde aber gerne mit der Faust farmen. So. Ich weiß nicht, ob die echt noch Maismehl brauchen. Das haben wir mal gestern geschrieben. Das ist Superkorn. Das fand ich viel zu selten, ey. Café Olé. Dann wächst das immer nach, das finde ich komisch. Habe ich jetzt hier einen zerstört? Da auch, ne? Ein Superkorn tatsächlich. Oder die gehen irgendwann wirklich kaputt. Das kann natürlich sein. So, Maismehl. Hab ich noch nie gemacht. Dauert eine Zeit. Und macht da eine Hosentasche. Das ist ja fein. Brot. Pie. Gut. Dann würde ich an der Stelle sagen, danke fürs Zusehen. War irgendwie eine entspannende Folge. Aber auch spannend, ne? Also, wir gucken mal, ob ich den Maismehl machen lasse noch ein bisschen. Dafür muss ich aber... Boah, wie komme ich denn da runter? Boah, ist das jetzt eine Metallrampe? Irre. Ich weiß gar nicht, wie man in den Garten kommt mehr, ey. Was wird hier wieder produziert? Gar nichts. Boah, der ist voll! Der ist voll! Da brauche ich gar kein Eisen reinlegen. Irre. Irre. Was dauert so ewig, bis das Maismehl fertig ist, Mann? Horn. Ach genau, wir können ja mal was gucken. Hier, guck mal. Lucky Looter Volume 2.
Bier darf ich nicht bauen? Das gibt's ja nicht. Lernen Popernen. Genau, da kann ich ja direkt mal was gucken. Den Blueprint. Lernen. Da. Ob es hier noch was gibt, was ich nicht kann. Zum Beispiel ein Silencer. Die Kettensäge. Der Raketenwerfer. Motorcycle Chassis. Guck mal, perfekt. Ist auch nur einmal da. Machete habe ich früher mal ganz gerne benutzt. Pumpkin Breed, zweimal da, nehme ich einfach mal so mit. Und sonst habe ich hier tatsächlich schon alles gelernt, heftig. Was für ein schlauer Fuchs ich schon bin hier. Achso, ich habe die Schematik vergessen zu benutzen. Geil. Ja, Motorcycle-Kack, ne? Warte mal, das ist... Falscher Knopf. I. Falscher Knopf. Tab. Da. Darf ich das jetzt bauen? Ich glaube, das habe ich gefunden mal. Also wir könnten das jetzt im Angriff nehmen. Ich glaube, das können wir im Angriff nehmen. Dann haben wir auch das Bike. Ja, Munition ist umgezogen. Geil. So kommt der Timmer auch mal klar. Und ich halt Munitionslager. Ressourcenlager. Exit. Geil, ne? Ja, was alles gibt hier, ey. Rolltore. Voll viele Öfen. Also, die, es wurde hier einfach nur nochmal heftiger gemacht. Dann hat die mir das Gärtner eigentlich versagt. Alles auch super Korn. Kann ich noch mehr Mais machen. Viel Maismehl hilft viel. Aber guck mal, was es Erfahrungspunkte gibt. Nicht schlechter Specht. Ein schöner Garten. Zack. Alles da, was das Herz begehrt, ne? Okay, Maismehl, komm, haben wir gerade schon gemacht. Maismehl. Können wir nochmal was draufhauen? Eine ordentliche Ladung. Nummer 75. Und ja, an der Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schleppe ich hier mit rum, ey. Das wollte ich nicht wegwerfen. Und ja, dann wird es dann spannend. Dann wird das Motorrad im Angriff genommen. Dann haben wir bald alle Fahrzeuge. Bis dann.